C'était assez impressionnant. Ça tapait extrême et c'était dur, mais je suis content, je suis en bas et j'ai donné ce que je pouvais. Ja, also am Anfang ist es relativ schnell und dann hat es wieder Kurven, wo man wirklich muss technisch sauber fahren muss. Die sind wirklich sehr schwierig. Also, man kommt mit schnellem Speed auf eine Kurve zu, wo man wirklich schnell muss reagieren und eine saubere Linie fahren muss. Das ist relativ schwierig. Also, ja, zwei, drei Kurven habe ich noch ein bisschen nicht so gut getroffen, was das anbelangt. Man hat vielleicht auch ein bisschen mit der Skischuh-Einstellung zu tun, wo ich noch etwas machen muss. Aber ich bin zuversichtlich. Es war das erste Training, hier noch zwei Training und da kann man noch einiges testen. Ja, es ist nicht schlecht gegangen. Es war ein bisschen Sonnentaste heute. Und ein bisschen die Piste kennenlernen, plus die Schneeverhältnisse, wie es sind. Von dem her ist es nicht schlecht gegangen, ja. Jetzt haben wir gerade noch kurz eine Analyse gemacht. Was tut man jetzt so besprechen, so kurz nach dem Training? Ja, ich habe jetzt schnell mit meinem Teamkollegen Michi einfach mal angeschaut, was er hatte und so. Und was man auch noch besser machen kann auf morgen. Jetzt, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr arbeiten und auf morgen dann ein Spürchen mehr geben. Und dann nachher kommt das schon gut für den Samstag. Ja, ich muss sicher jetzt mental sehr viel arbeiten. Ich habe jetzt die Piste mal gefahren, ich weiß, wie der Kurs ist. Den Kurs habe ich gut im Kopf. Und muss jetzt dort wirklich auch Vertrauen aufbauen. Auch mit der Videoanalyse. Und dann nachher, werde ich probieren, den nächsten Training mir langsam herzutasten, dass ich am Samstag voll parat bin.